Ja, Mittwochnachmittag in Paderborn und wir wollen euch bekannt geben, dass wir unseren dritten humanitären Einsatz eine Woche nach hinten verschieben. Das heißt, wir geben euch eine Woche mehr Zeit, hier gezielt Spenden abzugeben und hier uns zu unterstützen. Denn zurzeit treffen immer mehr Anfragen von Kommunen und von Städten ein, die uns gezielt koordiniert hier unterstützen wollen mit Rettungswagen und mit medizinischen Geräten, aber hier natürlich der entsprechende Verwaltungsaufwand dementsprechend hoch ist. Und wir hier einstimmig beschlossen haben, dass wir den humanitären Einsatz eine Woche verschieben. Das heißt für euch, wir starten am 14.04.2022 in unseren dritten humanitären Einsatz in die Ukraine. Das heißt, wir geben euch eine Woche mehr Zeit, hier Hilfsgüter abzugeben, gezielt uns zu unterstützen und uns zu helfen. Aktuelle Bedarfslisten kann man über uns oder über unsere Hilfsorganisation Stützpfeiler e.V. erfragen und auch bekommen. Wir würden uns freuen, wenn wir hier noch viel, viel mehr Hilfen kriegen. Unheimlich viele dringend benötigte medizinische Geräte, die wir hier brauchen. Fragt uns, sprecht mit uns, teilt unsere Videos. Wir brauchen euren Support. Die Lage in der Westukraine ist sehr, sehr ernst. Die Westukraine wurde heute Morgen erst wieder bombardiert. Die Menschen sind dort in einer Ausnahmesituation. Es wird immer schlimmer in der Region Nürnberg und wir brauchen eure Unterstützung. Deshalb rufen wir hier nochmal auf für Spenden, für Hilfe, für die Ukraine. Helft uns, helft den Menschen in der Ukraine. Danke Deutschland, bis dann. Tschüss.